Die zunehmende Bedrohung durch Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm wirft vermehrt die Frage auf, ob man sich dagegen schützen oder zur Wehr setzen kann. Raketenabwehrsysteme kommen hier immer öfter ins Gespräch und wecken Erwartungen. Doch können sie diese Erwartungen auch erfüllen? Ein Blick auf die Entwicklung von Raketenabwehrsystemen. Zur Zeit des Kalten Krieges, also 1950 bis etwa 1990, standen sich die Sowjetunion und die USA gegenüber. Beide Seiten hatten Tausende von Interkontinentalraketen. Man konnte sich gegenseitig mehrfach vernichten. Um einen gewissen Schutz zu haben, einigte man sich darauf, dass jeder ein Abwehrsystem installieren darf. Moskau sollte geschützt werden auf sowjetischer Seite und Raketensilos auf amerikanischer Seite. Das führte auch zum Abschluss des ABM-Vertrages 1972. Mit dem Ende des Kalten Krieges kam eine neue Dynamik. Wir hatten neue Atommächte mit Indien, Pakistan, China. Und gerade die Anschläge, die Terroranschläge von 9/11 von 2001 haben die USA darin bekräftigt, hier einen völlig neuen Ansatz gehen zu müssen. Sie haben daher in weiterer Folge den ABM-Vertrag gekündigt, 2002. Sie wollten keinerlei Einschränkungen mehr haben bei der Gestaltung ihrer Luftverteidigung und ihrer Raketenabwehr. Wie stellt sich die Situation heute dar? Die USA haben enorm in den Aufbau eines Raketenabwehrsystems, eines globalen Systems investiert. Sie wollen damit einerseits mehr Sicherheit haben, andererseits ihre strategische Handlungsfähigkeit erhalten. Sie stützen sich ab auf Partner in der Region Europa, ist es die NATO, im Westpazifik, Südkorea und Japan. Nordkorea bekräftigt sie in ihrer Auffassung, dass sie hier diesen Raketenabwehrschirm brauchen. Russland und China sehen das äußerst kritisch, weil diese leistungsfähigen Radarsysteme natürlich auch in ihren Bereich hineinwirken können. Sie sehen sich daher in ihrer Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit stark gemindert und lehnen diese Systeme somit ab. Wie kann man sich nun den Abfang einer Rakete vorstellen? Drei Elemente kommen hier zum Zusammenwirken. Zuerst Erkennen des Abschusses, das sollen Satelliten aus dem Weltall machen. In weiterer Folge Berechnung der Flugbahn, vermutliches Ziel. Das ist eine Aufgabe der Sensoren, insbesondere der Radarsysteme. Und dann muss natürlich drittens eine Abfangrakete gestartet werden und die soll dann auch treffen, punktgenau. Viel Zeit ist nicht zur Verfügung. Eine Interkontinentalrakete fliegt 20 Minuten in etwa. Sie hat eine Geschwindigkeit von 24.000 km/h, also Mach 20 grob, und die Reaktionszeit ist daher äußerst gering. Dazu gibt es noch zusätzliche Herausforderungen. Wir haben heute Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen mit einer Reichweite von 100 bis zu 10.000 Kilometer. Wir haben Mehrfachsprengköpfe, die identifiziert und bekämpft werden müssen. Es können Attrappen verschossen werden, es können elektronische Störungen erfolgen und es können sehr viele Raketen gleichzeitig abgeschossen werden, wo es sehr schwer wird, dann jede einzelne zu bekämpfen. Man versucht dem zu begegnen durch ein mehrschichtiges Abfangsystem, wo eben auch Abfangraketen unterschiedliche Reichweite zum Zusammenwirken kommen. Die Sensorik wird natürlich immer mehr verbessert, die Radarsysteme sind wesentlich ausgereifter und man ist auch bestrebt, immer mehr auf Schiffe diese Systeme zu verlagern, weil die dann weltweit konzentriert werden können, sie können verlagert werden, man ist flexibler, man kann hier militärisch ausgedrückt Schwergewichte bilden. Vor kurzem hat Nordkorea eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg abgeschossen. Viele haben sich gefragt, warum Japan nicht versucht hat, diese Rakete abzufangen. Einige Überlegungen dazu. Es war für Japan relativ rasch klar, dass es nicht das Zielgebiet war, sondern dass die Rakete sie nicht gefährden würde. Zum Zweiten, die Gefahr eines Fehlschusses wäre natürlich Wasser auf die Propagandamühlen Nordkoreas gewesen. Es hätte aber auch eine interne Grundsatzdebatte über die Sinn- und Zweckmäßigkeit dieses Systems hervorgerufen. Und selbst drittens, bei einem Treffer wäre sehr ungewiss gewesen, wie hier die Eskalation voranschreitet, wie Nordkorea darauf reagiert hätte. Wie kann es daher mit Raketenabwehrsystemen weitergehen? Ein Ausblick. Raketenabwehrsysteme sind eine unglaubliche technische Herausforderung. Sie sind aber auch eine sicherheitspolitische Herausforderung, weil der eine sich sicher fühlen kann, vereinfacht ausgedrückt, und andere verunsichert sind, wenn er dieses System nicht hat und sein System der Abschreckung nicht mehr funktioniert. Das kann wiederum zu Aufrüstungsmaßnahmen, zu einer Rüstungsspirale führen. Wir haben aber andererseits Bedrohungen, wie sie heute Nordkorea darstellt,
aber auch andere Staaten vielleicht in der Zukunft oder Akteure. Daher schon der berechtigte Wunsch, hier Raketenabwehrsysteme entsprechend voranzutreiben und funktionstauglich zu machen. Die einfachste Lösung wäre sicher, eine Lösung am Verhandlungstisch herbeizuführen, indem diese Systeme überflüssig würden. Das ist aber angesichts der heutigen geopolitischen Spannungen keinesfalls zu erwarten. Zu erwarten ist vielmehr, dass massiv in diese Systeme investiert wird, egal um welchen politischen oder ökonomischen Preis.